Herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Sitzung, die wir jetzt spontan eingeschoben haben, weil uns eben Adrian Hohler, der heute mit mir zusammen das Gespräch moderieren wird, darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieses Stück von Yael Ronen nochmals gestreamt wird. Das war bereits im Oktober online. Dazu wird euch Adrian dann mehr sagen. Mein Name ist Nina Seidler, ihr habt mich auch hier schon gesehen. Ich bin Postdoc im Team Crisis and Communitas oder Krise und Communitas an der Uni Zürich. Und Adrian, der heute mit mir das Gespräch leitet, ist Student der Germanistik und Theater- und Tanzwissenschaften und bringt da auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen eine andere Perspektive mit rein, als ich als Slavist. Wie ihr seht, haben wir heute auch keinen Gast leider. Wir haben versucht, die Regisseurin einzuladen, sind leider nicht auf große Resonanz gestoßen und werden das nun heute zu zweit respektive zu momentan zu neunt abhalten und hoffen, dass es dann trotzdem oder sowieso ein tolles Gespräch wird. Und wir werden auch ein bisschen noch mit Inputs aus einer Kritik von Elske Brault arbeiten, die nämlich geschrieben hat. Es ist, also das ist positiv, es ist das Stück zur Corona-Krise von der Regisseurin Yael Ronen. Okay, das ist mal ein Statement, wir werden schauen, ob das so vertretbar ist. Jetzt übergebe ich aber gerne das Wort mal an Adrian. Ja, auch von meiner Seite, hallo miteinander. Ich habe das Stück schon im Oktober gesehen und mache kurz eine Stückkontextualisierung. Also die Vorproben für das Stück, die begannen schon im März. Und eigentlich war das Ziel ein anderes Stück. Also sie haben zum Thema dem Aufstieg der Rechten gearbeitet, über die Krise des demokratischen Zusammenseins und irgendwie die Sehnsucht nach autoritärer Führung. Also Themen, die auch noch in der Pandemie irgendwie mitschwingen, aber sie haben es wie schon vorher eigentlich angedacht. Und dann kam eben die Corona-Pandemie und sie musste ein bisschen umstrukturieren. Sie haben dann eigentlich nicht dieses Stück weitergeführt unter anderen Umständen, sondern dann direkt sich eigentlich mit der Krise befasst und dann versucht, irgendwie ein Stück dazu zu erarbeiten, zum Thema von Corona als ein kollektives und eine gleichzeitige Herausforderung, die irgendwie alle betrifft und gleichzeitig auch die Herausforderung bietet oder stellt, sich mit Nichtwissen auseinanderzusetzen oder sich ständig änderndem Wissen. Und diese Überforderung haben sie dann eigentlich versucht, in einem Prozess zu verarbeiten, der dann schlussendlich in diesem Stück eigentlich geendet hat. Genau, dann übergebe ich gerne wieder Nina das Wort für eine kurze Beschreibung, wie die eigentlich arbeiten. Also Yael Ronen hat eine sehr eigene Praxis. Genau, und noch zwei, drei Worte zu der Regisseurin Yael Ronen an sich. Also es ist eine österreichisch-israelische Theaterregisseurin und Autorin. Sie wurde 1976 in Jerusalem geboren und lebt in Tel Aviv und Berlin. Also sie ist seit 2013, 2014 ist sie Hausregisseurin am Maxim Gorki Theater in Berlin, wo eben auch das Stück gestreamt wird, das wir gesehen haben und das wir heute diskutieren. Und sie arbeitet aber auch für andere Theater im deutschsprachigen Raum, also ist auch sehr präsent im deutschsprachigen Raum. Und ihre Stücke sind halt oft eine Kombination eigentlich aus Realität und Fiktion. Also sie arbeitet sehr stark auch mit den persönlichen Erfahrungen und Inputs des Ensembles, der SchauspielerInnen, mit denen sie zusammenarbeitet. Und so fließen dann halt auch zum Teil persönliche Biografien der Darstellenden in die Stücke hinein. Also es ist meistens nicht so, dass sie mit einem bestehenden Stoff arbeitet, sondern der Inhalt und die Form der Stücke entwickelt sich im Laufe der Zusammenarbeit im Theater. Darüber hinaus zeichnen sich die Stücke durch, ja, oft sind es komplexe und so konfliktgeladene Themen, die sie auch bearbeitet.
Und wo sie dann aber auch eine große Portion Humor oder Überspitzung auch mit hineinbringt, was wir vielleicht heute auch noch sehen werden im Stück. Ich möchte jetzt noch ganz kurz ein paar Bilder zeigen, und zwar von zwei, also respektive drei Produktionen, die schon ein bisschen älter sind, die aber auch sehr gut jetzt zu unserem Theater- und Kommunitas-Thema eigentlich passen und auch die Arbeitsweise von Yael Ronen nochmals illustrieren. Also das eine, das wir hier sehen, das ist Common Ground von 2014, das war auch am Maxim-Gorki-Theater, das eben auch mit den persönlichen Erfahrungen der SchauspielerInnen arbeitet. Das geht hier. Ach so, ja. Moment, so. Also viele der Darstellenden kommen eigentlich aus dem ex-jugoslawischen Raum, und das Stück ist eigentlich eine Reise nach Bosnien, wo dann die SchauspielerInnen wie so mit Familien, mit tatsächlichen Familienmitgliedern konfrontiert werden und mit Fachleuten und so die Kriegsvergangenheit und ihre persönliche Beziehung dazu eigentlich wie so thematisiert und konfrontiert wird und es dann auch Konflikte im Stück selbst gibt. Das zweite Stück von 2015, das heißt The Situation und widmet sich dem Nahostkonflikt. Und auch hier treten SchauspielerInnen auf, die mit diesem Konflikt in biografischem Zusammenhang stehen, also auch aus dieser Region stammen oder auch zum Teil noch dort wohnen oder aufgewachsen sind und sich in Berlin in einem Integrations- und Deutschkurs, wie so diese Biografien dann neu verflechten. Und das dritte Stück, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist Community, also wir haben schon gehört, Common Ground und Community jetzt, dass es Communitas scheint da irgendwo auch ein bisschen mitzuschwingen. Oder die Frage nach dem gemeinschaftlichen und dem gemeinschaftlichen Agieren. Also bei Community geht es darum, es ist eigentlich wie so eine Art Zukunftsperspektive. Das Stück ist von 2014, spielt 2018 in einer Wirtschaftskrise, wo die Theater wegen finanziellen Gründen geschlossen werden, was man ja jetzt auch so ein bisschen in der heutigen Situation als Parallele sehen kann. Und dann eben Teile eines Ensembles, das Theater besetzen und zusammen mit dem Publikum wie so versuchen, eben also diese Möglichkeiten von Theater und von Gemeinschaftlichkeit im Theaterraum auszuloten. Und auch so ein bisschen die Berufsbedingungen des Schauspielens eigentlich ausloten. Und letztlich werden sie dann von der Polizei geräumt. Auch so ein bisschen eine Parallele zum Teil heutigen Veranstaltungen, wo es dann plötzlich heißt, die Abstände werden nicht eingehalten, jetzt wird es aufgelöst. So habe ich das ein bisschen gesehen. Okay, jetzt kommen wir dann zurück ins Zoom vorläufig. Es wird jetzt ein bisschen ein Hin und Her die ganze Zeit bei mir. Tut mir leid, wenn es zum Teil ein bisschen länger geht. Eben, also die Frage ist jetzt wie auch so ein bisschen, ja, was hat denn was haben diese biografischen Hintergründe mit dem Stück an sich zu tun? Und ich zitiere hier nochmals von der Kritik von Els Gebraut auf Nachtkritik zu Yael Ronen. Ich zitiere: Ihr Markenzeichen ist es, im Ich-Stil Schauspieler das eigene Leben reflektieren zu lassen. Die Schranke zwischen Rolle und Persönlichkeit wird ausgehebelt. Das wahre Leben kommt auf die Bühne, unser Leben in der Pandemie. Und dann habe ich mich gefragt, okay, also das ist das wahre Leben und diese Personen auf der Bühne, die stellen sozusagen ihre eigene Figur dar. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt einfach ganz kurz noch die Darstellenden auch vorstellen, weil wir hier sonst immer nur von der Regisseurin reden und das Stück ja von Yael Ronen und Ensemble eigentlich produziert wurde. Jetzt gibt es wieder dieser Übergang zu meiner PowerPoint. So.
Also, wir haben einerseits Orit Nanias, die 1977 in Jerusalem geboren wurde und auch in Israel und auch in Deutschland in vielen Produktionen schon mitgearbeitet hat und die auch oft mit Yael Ronen gemeinsam Stücke entwickelt und in ihren Stücken auftritt. Dann haben wir Tim Freudensprung, geboren 1944, studierte Schauspiel in Berlin. Er arbeitet auch als Tennistrainer und Radiosprecher und aktuell als der Regisseur. Das ist Aysima Ergün, ebenfalls 1944 geboren, absolvierte ein Schauspielstudium in Berlin. Sie arbeitete auch im Hörspielbereich und ist als Kommissarin für den Radiotatort zu hören, unter anderem. Und sie ist ebenfalls wie Team Freudensprung seit dieser Saison Ensemblemitglied am Gorki-Theater. Lea Dräger, 1980 geboren in Münster, Theaterstudium in Leipzig. Sie arbeitet auch für Film und Fernsehen sowie als bildende Künstlerin. Und hier ist noch anzumerken, dass die Zeichnungen, die wir im Stück sehen, in diesen Übergangsszenen, die stammen von Lea Dräger. Dann eine weitere Figur, Nils Bormann, geboren 1973, hat zuerst ein Security-Unternehmen und eine Tortenproduktion gegründet und später darstellende Kunst in Berlin studiert, ein Aufbaustudium in Chorsprechen und in freien Theaterproduktionen mitgemacht, sowie ist Lehrbeauftragter an der Universität der Künste in Berlin. Und zuletzt noch Knut Berger, 1975 in Gelsenkirchen geboren, Schauspiel studiert in Berlin und er spielt fast ausschließlich in Stücken, die auch mit der Teilnahme von den Schauspielenden entwickelt werden. Genau, nun möchte ich so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, wo sich dann Theater und Alltagsleben oder das biografische Leben dieser Figuren treffen oder wie das für euch war. Bei mir hat es so, also irgendwie diese einzelnen Auftritte suggerieren ja so spezifische Blickwinkel und mit dem Wissen, dass diese Produktion mit Hilfe auch der biografischen und persönlichen Erlebnisse der Schauspielenden produziert wurde, hat sich bei mir so ein gewisses Nicht-Überschneiden dieser Perspektiven irgendwie übergeben. Also ich habe zum Teil das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass das wie so diese persönliche Perspektive ist, was es ja auch nicht sein muss. Und daher frage ich mich so, ob die Schranke zwischen Rolle und Persönlichkeit tatsächlich so ausgehebelt wird, wie das die Kritikerin suggeriert hat. Ich weiß nicht, gibt es da bereits eigene Erfahrungen, also wie war das für euch? Spielt das eine Rolle, ob man das weiß, dass diese Personen auch im Stück an der Stückproduktion mitgewirkt haben, zum Teil persönliche Hintergründe eingebracht haben oder ist das für das Stück, für die Rezeption eigentlich irrelevant? Ja, also ich glaube, irgendwie irrelevant ist es vielleicht insofern nicht, als dass sich die Frage schon aufdrängt. Gerade wenn die beiden da von ihren Familiengeschichten erzählen, dann stellt sich diese Frage irgendwie schon. Aber ich muss gestehen, dass halt durch die Performance und in dieser doch für mich irgendwie auch doch einigermaßen sentimental-pathetischen Darstellungsweise dachte ich, also ich denke mal, es suggeriert schon, dass es irgendwie authentisch sein soll. Und ich bin irgendwie auch davon ausgegangen, dass eigentlich das schon auch mindestens teilweise den Biografien, aus den Biografien der Darstellenden irgendwie entstammt, wohl so halt dramaturgisch zurechtgebastelt und so für die Bühne präsentiert. Aber ich bin jetzt schon mal davon ausgegangen, dass da irgendwie dass da sozusagen was Wahres dran ist, aber eigentlich ist es dann letzten Endes, also das ist vielleicht auch Geschmackssache, ich habe mich
so an diesem Pathos dann doch irgendwie auch so etwas gestört oder tatsächlich an der Darstellung und an der Erzählweise. Und da können jetzt zwar die Schauspieler nichts dafür, aber ich fand halt auch so diese Verallgemeinerung, wir haben jetzt Corona vor Augen, natürlich geht es dabei irgendwie um den Tod, aber da nochmals, also die Enttabuisierung des Themas Tod in der Gesellschaft, das ist irgendwie so weit hergeholt. Ich fand das ein wenig platt oder irgendwie ja, zu weit gefasst angegangen. Also das, weil das ist wirklich, also denn Niels Bohrmann sagt das ja ganz zum Schluss nochmal nach dieser Geschichte mit dem Vater von, ich habe jetzt den Namen vergessen von der Schauspielerin, da spricht er das dann nochmal aus, ja, aber dein Vater ist ja normal gestorben, der ist ja nicht mal an Corona gestorben. Das dachte ich mir dann auch so ein wenig. Also nicht, dass ich irgendwie den Tod, und ich meine jetzt gar nicht, hat gar nichts mit irgendwie der Thematik Enttabuisierung des Todes grundsätzlich zu tun, aber so in diesem Kontext fand ich das irgendwie unangebracht so ein bisschen oder halt eben ein bisschen zu platt oder zu allgemein. Und deswegen fand ich dann doch auch wieder, ja, ist die Frage so, ja eben, also sie ist sicher nicht irrelevant, aber schlussendlich, ja, sie ist irgendwie relevant, aber ich fand es einfach irgendwie so nicht so glücklich eingebaut oder auch nicht so differenziert halt irgendwie diese Geschichte. Und ich dachte irgendwie immer so, da kommt jetzt noch irgendwas. Zwischendurch habe ich mich auch gefragt, ob das vielleicht irgendwie ein Stück weit ironisch gemeint ist, weil es geht in diesen Szenen halt schon sehr stark auch um die Schauspieler, hatte ich so den Eindruck, und auch um ihr schauspielerisches Können, wieso das da jetzt noch echte Tränen fließen müssen, weiß ich halt auch nicht so recht. Aber ja, also. Ja, vielen Dank für deine Wortmeldung. Max, du hast... Ja, im Anschluss ist gleich an, ja, da, oder deine Frage ist, hört ihr mich? Ja, das ist okay. Ja. Vielleicht angefangen mit den Biografien, die du vorgestellt hast. Natürlich hat Niels Bohrmann nie eine Sicherheitsfirma gegründet und hat auch nie eine Kuchen verkauft, hat er schon, aber ja. Also es entwirft sich da ja eine Figur oder eine Person. Und sozusagen mit diesem Entwurf geht er auch auf die Bühne. Und es ist ja dann immer die Frage, werden wir als Zuschauer damit mehr an die Sache gebunden und ist die ganze Bindung anschlussfähig, um es mit Polish zu sagen. Und ich glaube, in diesem Wagenfeld bleiben wir irgendwie gefangen. Ja? Weil am Ende wird wahrscheinlich doch der Inhalt richtig und wichtig. Und dann ist die Frage, inwieweit dann diese ausgedehnten Erzählungen zum Tod der Eltern angemessen ist, ob das einem Dekorum entspricht oder nicht. Ja, sind einem die Tränen der Schauspielerin peinlich, weil wir nicht wissen, vergießt sie die jetzt wirklich oder sind die hervorgehoben? Und am Ende, glaube ich, ist das dann tatsächlich eher die Frage, ist jetzt das Thema Tod hier in dem Rahmen angemessen? Ja, das ist ja so ein, wie soll man sagen, eine Revue, eine Corona-Revue, die da vorgeführt wird. Und wird in diesem Revue-Rahmen, der durchaus ironische Momente hat, ist es dann legitim, solche Dämpfer zu servieren? Ja, also ist dieses Thema Tod in dieser Form dann tatsächlich eine angemessene Art und Weise. Und ich muss sagen, dass ich jetzt diesen beiden großen Erzählungen, die zum Schluss kamen, sehr aufmerksam zugehört habe. Also das hat mich in beiden Fällen beeindruckt, wobei jetzt eben die Theatertränen oder die echten Tränen dann auch peinlich berührt haben bis zum gewissen Teil, das muss ich gestehen. Aber das ist das Risiko, das sie eingehen. Also ich fand insgesamt diese Inszenierung, vor allem weil sie doch auch sehr früh in dieser Corona-Zeit stattgefunden haben, wo sie sicherlich jetzt noch ein paar Sachen eingearbeitet haben, wie diese Rede sich ausgeweitet, wo es dann um die Querdenker geht, von der Eisima. Aber auch das fand ich gut. Und sie konfrontiert und setzt sehr schroff
Erzählformen und Weisen nebeneinander. Da kann man sich auch fragen, ist das sinnvoll oder ist das angemessen, dass Lea Träger da dann so einen poetischen Text spricht, der von Einsamkeit erzählt und so weiter. Es ist ein Versuch, der mich beeindruckt hat. Und es ist eben erstmal natürlich erst eine Aufführung, die relativ lange live gezeigt worden ist und jetzt sicherlich nur sehr beschränkt in diesem Livestream-Rahmen rüberkommt, wo sie doch dann auch mit so einer immersiven Raumbühne mit Beleuchtung und sowas arbeiten. Also wie gesagt, ich glaube, es lässt sich nicht auflösen. Und es ist immer, also ob das jetzt Shishi Pop ist oder ob das Rimini-Protokoll ist, tritt jetzt eine Figur auf oder ist das die Person? Und dann ist die Frage, was ist die Person? Hat sie jetzt ein Security-Unternehmen gegründet oder ist das eben auch der legitime Fake, der heute von allen verlangt wird? Ja, also das war es soweit. Ja, es ist ja auch gerade Nils Bormann, der auf der Bühne auch wie diese Vorstellung dekonstruiert, dass er jetzt als sich selbst auf der Bühne steht, weil er ja auch sagt, ja, ich spiele ja hier nur jemanden anderen. Was wollt ihr überhaupt irgendwie? Warum hört ihr mir zu, wenn ihr doch jemand anderem zuhören möchtet? Warum hört ihr dann nicht dem zu? Ja, und Bormann hat das schon ganz früh, also ich habe den erlebt in den 90er Jahren bei Dirk Schisslack zum Beispiel. Theater Lubrikat hatte der eine sozusagen Abonnement und das hat er immer sehr, also wunderbar hingekriegt. Ja, also diese Figur, die so mit der eigenen Person spielt und trotzdem in diesem Rahmen was darbietet, den man gerne zugeguckt hat. Ja. Also es war immer die Dekonstruktion der Figur mitgespielt und trotzdem hat es diese Spannung gehalten und das ist eine ganz große Kunst und ich finde, das haben heute Abend auch, was heißt heute Abend, also in diesem Livestream haben das die Darsteller sehr gut hingekriegt und das finde ich eine beeindruckende Leistung auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auch dir, Max. Gibt es gleich noch weitere Wortmeldungen? Was ich sonst noch anfügen würde, ist, dass ich zum Beispiel jetzt auch weiß bei Ron, dass sie viel auch mit den biografischen Elementen nicht nur der eigenen SchauspielerInnen arbeitet, aber dass diese dann auch innerhalb vom Ensemble wie ausgetauscht werden. Also man kann wie nicht davon ausgehen, dass diese Personen, die das dann auch vortragen, dass das ihre eigenen Erlebnisse sind, sondern es ist wie ein Kollektiv, das innerhalb auch ein bisschen austauschbar ist. Also es verschwimmt ja auch dort schon zwischen den verschiedenen Figuren. Weiß man jetzt nicht, ist das die eigene Erinnerung oder die jemand anderen. Also da wird schon dieser Anspruch auf Ursprung schon irgendwie zerstört. Und noch zum Punkt von Tamar, dass mit dem Tod, ob es jetzt passt oder nicht, ich habe es so wahrgenommen, dass es wie auch eine, dass man versucht, dieses omnipräsente Thema von Corona ein bisschen zu überwinden. Also dass Corona diese Charakteristik hat, alles an sich zu reißen und jeden Diskurs wird dann wieder auf Corona zurückgeführt, dass im Stück eigentlich eine vorsichtige Loslösung davon eigentlich stattfindet und dass das ja dann wieder eigentlich drastisch kaputt gemacht wird, wenn Nils Bormann wieder auf die Bühne stürmt und sagt, ja, aber das hat ja gar nichts mit Corona zu tun. Das zeigt auch so ein bisschen diese gesellschaftlichen Diskurse, die momentan ja omnipräsent sind, dass man alles eigentlich auf diese Krise fokussiert und alles andere in den Hintergrund stellt. Von daher fand ich das schon wichtig, diese Aufarbeitung auch eines übergeordneten Themas und in diesem Fall des Todes. Ja, ich fand es jetzt bei euren drei Wortmeldungen auch noch spannend, auch im Rückblick auf das Stück, dass ich wie das Gefühl habe, es kommen so zwei Ströme irgendwie wie so gegeneinander zusammen. Also einerseits halt wie so der Anspruch, es ist ein Corona-Stück, das dann in die Diskussion von Toten
hinübergeht, die nichts mehr mit Corona zu tun haben und gleichzeitig so das Thema des Todes, das ja ohnehin eigentlich dauernd präsent wäre, so man denn darüber sprechen würde, dass jetzt mit Corona irgendwie so eine neue Dringlichkeit auch erhält und dieses Corona so über diesen Tod auch drüber gestülpt wird. Also ich habe das Gefühl, es ist eine gegenläufige Bewegung irgendwie. Also stört jetzt Corona hier in der Diskussion des Todes oder stört die Diskussion des Todes, der nichts mit Corona zu tun hat? Wieso in dieser, wir machen ein Stück über Corona und wir sprechen jetzt über die Pandemie oder die Krise so. Und was ich auch spannend fand, dass offenbar jetzt bei euch auch eher der Eindruck erschienen ist, also das ist wie so eine Hierarchisierung der Authentizität dieser einzelnen Monologe auch gibt irgendwie. Also für mich war es beispielsweise so, dass ich diesen sehr kritischen, respektive eskapistischen, bisschen so verschwörungstheoretischen Monolog von Ergün so als wie... Vielleicht ausmachen, aber ich habe keine Lust, das zu reden. Max, könntest du... Ah, ja, genau. Dass das für mich wie so der krasseste Bruch irgendwie zwischen Figur und Erzählung war, aber dass ja das auch nur irgendwie meiner Vorstellung so ein Ausdruck meiner Vorstellung ist, was ich dieser Figur sozusagen oder dieser Person so in die zuschreibe halt einfach. Und dass andere Geschichten passen für mich dann besser von der Erzählung und der Figur zusammen. Was ich jetzt hier bei euch auch so ein bisschen bestätigt sehe, aber was ich mich da eben auch gefragt habe, wieso, ja, woher kommen diese Vorurteile, dass diese Person jetzt nun halt also einen solchen Monolog gar nicht eigentlich, also dass dieser Wirklichkeitsbezug wie mir surreal erscheint oder irreal. So. Ja, es ist halt schon, also es ist schon etwas anderes, ob jemand zumindest vorgibt, von seinen Familiengeschichten oder seinen persönlichen Erinnerungen zu erzählen, als wenn jemand tatsächlich Aussagen, Behauptungen, Aufforderungen, Warnungen, Drohungen oder so ausspricht, die man halt tatsächlich auch aus den Medien kennt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch wirklich mit Texten aus dem öffentlichen Bereich gearbeitet hat vielleicht. Also es war fast schon, hatte auch so ein bisschen Zitatcharakter. Also ich fand das relativ offensichtlich, dass so dieser Monolog oder diese Tirade, wie man das auch immer nennen möchte, von Ergün, dass das natürlich nicht sie, also dass da keineswegs irgendwie Authentizität, was weder sie als Schauspielerin noch also als Privatperson betrifft. Das sind schon irgendwie, also ich hatte so den Film, ich habe die so ganz anders gelesen, also als völlig anders angelegte Figuren und ich fand es deswegen, also es kann ja auch interessant sein, ich finde gar nicht, dass man das einheitlich machen müsste, aber es wirkt auf mich auch so ein bisschen unentschieden, welche Figuren sollen jetzt wie authentisch wirken oder wo wird die eigene Lebensgeschichte erzählt, wo sind es wirklich Fremdtexte, die gesprochen werden und auch bei der Interaktion zwischen den Darstellern auf der Bühne, so dieser inszenierte Streit, also das für mich dann auch so ein bisschen gebrochen, weil da wird so offensichtlich, die treten sich wohl als Schauspieler gegenüber, dann wird dann so die Atmosphäre der Transparenz von der Situation irgendwie soll etabliert werden, aber dass dieser Streit natürlich inszeniert ist, das weiß man ja dann irgendwie auch. Das fand ich wieder ein bisschen schade eigentlich. Also auf mich wirkt also diese ganze Frage mit dem, was, wer, wie ist authentisch und welche Figuren sind wie angelegt und wie ist auch überhaupt eben die Beziehung zwischen diesen Charakteren, fand ich irgendwie unentschieden oder schwierig so. Ja, also dem kann ich mich natürlich auch nur anschließen, was du gesagt hast, Tamak. Also für mich war ein bisschen die, also ja, das habt ihr auch im Einführungstext dieser Sitzung geschrieben, aber die Hauptfrage war ein bisschen, wie das Stück, also wie ein Stück oder wie kann Kunst eine Sprache erfinden kann, also eine Sprache für Corona erfinden kann sozusagen, oder wie kann Kunst in diesen, in Corona eingreifen oder intervenieren. Und Corona, das Problem ist, dass Corona
jetzt nicht nur ein Virus ist, sondern auch ein vorgefertigter Diskurs. Und also die Frage zwischen, also die, der Unterschied zwischen Rolle und Persönlichkeit oder zwischen Person und Figur habe ich ein bisschen auf einer anderen Ebene gesehen, und zwar auf der Ebene der Sprache, weil ich hatte das Gefühl, also für mich war das Stück extrem sprach- und textbelastet, fast ein bisschen zu viel. All diese Aufzählungen von Fragen, diese Stillmittel, die uns immer wieder wiederholt werden, das fand ich ein bisschen schwerfällig, ehrlich gesagt, und auch ein bisschen platt manchmal. Also vor allem die Fragen, die immer wieder gestellt werden. Aber das ist ja ein, das war ja ein szenisches Mittel, das ich ein bisschen so hingenommen habe. Ich habe mich überhaupt nicht gefragt, was für Figuren da dargestellt werden, sondern ich habe jede Figur als Zeichen irgendwie gesehen, außer diejenigen, die wirklich zur Sprache kommen und die wirklich persönliche Geschichten erzählen. Und also eben, ich hatte zum Beispiel am Anfang des Stücks wirklich das Gefühl, dass uns nur Corona-Diskurs wiedergegeben wird, wiederholt wird und wie eigentlich nur reproduziert wird. Und auch bei der Situation, wo sie sich streiten, das war wie einfach eine Wiederholung einer Situation, die man alle kennt. Und ich glaube, dass das ist dasselbe mit dem Moment, wo er all die Verordnungen für das Theater vorliest, wo er auf all diese Regeln besteht und so weiter. Das ist eigentlich interessant, weil das Problem mit Corona, also vielleicht ein Vorteil von Corona ist, dass es, natürlich wurden wir alle isoliert und so weiter, aber irgendwie hat es uns alle ein bisschen verbunden, global, weil wir alle dieselbe Erfahrungen gemacht haben. Wir wissen alle, was eine Quarantäne ist. Wir wissen alle, was ein Test ist. Wir wissen alle, also wir haben alle Tode, also den Tod vielleicht von Verwandten erfahren und so weiter. Und das heißt, Corona hat wie einen gemeinsamen Boden erstellt, aber auch Gemeinplätze einfach. Wir können immer über Corona smalltalken. Wir können immer über Corona reden. Und ich fand, das Stück wiederholte eigentlich nur diese Corona-Floskel bis zu dem Punkt, wo die Figuren in die persönliche Rede einsteigen. Also das heißt, ich habe das wirklich auf der sprachlichen Ebene gesehen und überhaupt nicht auf der Ebene von Figur oder Personen oder Wahrhaftigkeit und so weiter, weil ich meine, das waren posttraumatische Mittel, die wir ja schon kennen, also diese farbigen Katzen, ich wusste auch nicht, was es auf sich hat, aber also diese Beharrung auf Künstlichkeit des Theaters, der Aufführung und so weiter. Und ich, also wie du meintest, Adrian, habe ich diese persönlichen Reden auch so gelesen, dass Corona reißt alles an sich. Und sie versucht, ich glaube, was versucht wurde, war ein bisschen das zu brechen. Und ich weiß auch nicht, ob es gelungen war, meines Erachtens. Also, weil sobald diese Figuren persönliche Geschichten erzählen, geht es für mich viel mehr um den Tod als existenzielle Erfahrung und so weiter. Und das ist für mich nicht unbedingt mit Corona verbunden. Also ich weiß nicht, ob das Stück wirklich es schafft, diesen Corona-Diskurs zu brechen und etwas anders zu machen oder künstlerisch anders einzugreifen, als den Corona-Diskurs zu repräsentieren, sozusagen, auch visuell mit dieser Ikonografie des Todes, der Krankheit, der Ängste. Und zum Beispiel der Moment, wo eine Frau in diesem kleinen grünen Zelt spricht und über Ängste, Isolation, Paranoia spricht, das war für mich keine Figur, das war wie ein Diskurs über Angst. Also eine Stimme, die natürlich ästhetisiert, inszeniert wird und ja, die uns wiedergegeben wird, ein bisschen. Also es ist ästhetisch sehr interessant, wie es gemacht wird, aber ich weiß einfach nicht, ob dieses Stück wirklich es schafft, etwas zu, ich möchte nicht sagen, etwas Neues über Corona zu sagen, weil gibt es etwas Neues über Corona zu sagen, aber irgendwie eine künstlerische Form dafür zu finden, außer anhand persönlicher Geschichten, die ja alle ansprechen und so weiter. So, jetzt war ein bisschen wir. Ich glaube, das Stück selbst weiß es auch nicht. Also ich fand das Ende dann doch auch bezeichnend, dass sie kein Ende finden oder irgendwie, nein, es in den 5 Minuten muss noch irgendetwas kommen, das bleibt.
Sie sind ja selber so ein bisschen in diesem Ausprobieren und ich habe das sehr fest auch als Prozess gelesen, also dass dieser Prozess in diesem immer wieder anpasst und man weiß doch nicht und es kann sich immer wieder ändern, dass das auch dann in der Aufführung irgendwie zum Ausdruck kommt, dass das gar nicht irgendwie jetzt diese endgültige Antwort liefern muss oder Corona überwinden, sondern dass das ein laufender Prozess der Auseinandersetzung ist und dass sich das auch in der Sprache dann widerspiegelt, dass man die aufnimmt und trotzdem dann irgendwie anders inszeniert. Das ist ja nicht. Ja, durch. Ja. Ja. Ja, das sehe ich durchaus auch so. Also Corona ist eine Krise und sie versuchen das irgendwie mit szenischen Mitteln zu repräsentieren und das ergibt einfach eine krisenhafte Aufführung irgendwie. Aber das Gefühl, das ich als Zuschauerin habe, weil wir das ja alle erleben, Corona seit einem Jahr, das ist fast manchmal ein Gefühl der Müdigkeit, weil man kennt diese Diskurse, man kennt diese Szenen und ich weiß nicht, ob die Kunst da, ja, also ich hatte wirklich ein Gefühl der Wiederholung und zum Beispiel am Anfang beim ersten Monolog war es mir auch verwirrend. Ich habe mich gefragt, ob es am Schauspiel liegt, dass ich etwas irgendwie unpassend finde, ein bisschen ähnlich wie du, Tamak, wenn ich richtig verstanden habe, also wie fast unangebracht, wie fast ein bisschen überholt nach all der Zeit. Und also die erste Szene. Und ich glaube, das liegt wirklich am Text eigentlich, weil ja, der Text an sich fand ich manchmal ein bisschen plakativ vielleicht oder plump. Also ich finde kein besseres Adjektiv, aber es gibt vielleicht etwas weniger pejorativ als plump. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ich die Wiederholung erlebt habe. Also dass man mir immer, dass man wirklich immer wieder auf etwas besteht und mir etwas wiederholt, dass ich erfahren habe, dass ich gehört habe, dass, worüber wir immer wieder reden. Und, ja, aber die Musik war toll. Also, sehr schöne Momente. Also. Ich glaube, Max hatte sich noch gemeldet. Gerne an Tamara. Okay, also ja, ich will mich nicht vordrängen, aber gerade dazu noch eben zu diesem, ja, zum Effekt der Wiederholung oder auch so ein bisschen fast schon das, auf mich wirkte das ein bisschen überspitzt gesagt, vielleicht schon teilweise auch leicht abgedroschen fast schon, aber ich habe mich dabei halt immer auch gefragt, machen vielleicht in Zeiten von Corona doch diese Monate, die irgendwie dazwischen liegen, etwas aus? Hat man das vielleicht letztes Jahr wirklich anders wahrgenommen? Weil aus der heutigen Perspektive fand ich auch, es wurde so vieles einfach irgendwie bestätigt und in so viele Kerben eingeschlagen. Natürlich sind das zentrale Themen irgendwie, aber es wurde immer so diese Richtung eingeschlagen oder es fuhr alles so auf einer Schiene, die man irgendwie bereits kennt. Und eigentlich, gerade wenn das Stück oder diese Produktion fragt ja auch immer wieder sogar explizit nach den Mitteln des Theaters als Ort der Gemeinschaft oder als in seiner Medialität oder nach den spezifischen Qualitäten und dem Potenzial von Theater in solchen Zeiten. Und ich fand es ein bisschen schade, dass sie das, haben sie jetzt aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig ausgeschöpft. Eben indem sie, ich fand auch die Texte, fand ich an sich wirklich teilweise sehr, also die waren ja, spannend, interessant, gut vorgetragen, was auch immer. Aber irgendwie Theater kann ja mehr als nur Text. Also ich fand, sie haben auch so ein bisschen die Mittel des Theaters nicht so gut erschöpft. Und auch Luise, du hast das vorhin so treffend erwähnt, du hast etwas von Intervention auch gesprochen, von Kunst. Und ich finde, das macht diese Produktion schon zu wenig. Sie macht irgendwie, sie erfüllt nichts, was sie nicht behauptet, nicht sozusagen, weil sie behauptet das vielleicht gar nicht. Sie wirft ja sehr dezidiert Fragen auf. Aber ich denke irgendwie gerade, also weil Theater vielleicht die Möglichkeit hätte, irgendwie irgendwie zu intervenieren mit anderen Zugängen. Oder natürlich ist das eine Gratwanderung, das ist so ein heikles Thema. Ich finde da gerade zum Beispiel, wenn man mit Humor arbeitet oder mit so Profanierung oder Banalisierung von irgendwelchen wirklich sehr heiklen Themen, dann ist das irgendwie gefährlich, aber das hätte man vielleicht irgendwie, also ich wüsste jetzt auch nicht genau wie, aber dieses Wagnis hätte man vielleicht ein bisschen stärker eingehen können. So. Okay, Max, möchtest du noch dich melden? Ja, ganz kurz, ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut. Ich hatte es nicht mehr im Kopf. Also
was man vielleicht bedenken sollte, ist tatsächlich im Oktober 2020 auf die Bühne gekommen. Und ich glaube, dass da schlicht und ergreifend das Verhältnis zu der ganzen Krise ein anderes war. Und es ist schon klar, dass das jetzt alle ermüden, dass wir wirklich am Ende sind. Aber trotzdem finde ich jetzt den Versuch, den die da gemacht haben, auf jeden Fall bemerkenswert. Ich habe wirklich sonst nichts gesehen, was sich so unmittelbar versucht, mit der Corona-Pandemie auseinanderzusetzen. Was fehlt, ist allerdings auch eine Perspektive, die wir heute noch mehr vor Augen haben, dass es wirklich eine globale Geschichte ist. Das heißt, dass wenn wir wissen, dass in Indien jetzt momentan da wieder eine zweite oder dritte Welle bevorsteht, uns das auch betreffen wird. Das heißt, dass wir selbst dann, wenn wir durchimpfen unter Umständen durch weitere Hotspots, dann das sich ewig in die Länge ziehen wird und dann werden alle Theater zumachen. Und ich denke, gerade in der teilweise sehr plakativen, clownesken Form, wie das eingeführt wird, wo dann das Camp aufgerufen wird mit den Katzen und man dann sozusagen mit der nackten Erzählung dieser beiden Tode in dem Familienfall, das ist ein, wie ich finde, redlicher Versuch, da was zu machen, also mit den Mitteln des Theaters. Und wie gesagt, wüsste nicht, wer das in der Zeit irgendwie auch nur annähernd so auch theaterkonform so mit dem Medium Theater hergestellt hat. Ja? Und ich finde auch, dass die Erzählung von Tod da so an das Ende zu setzen, das sind natürlich existenzielle Fragen. Das sind die existenziellen Fragen. Und es rückt einfach den Tod als Tatsache, als Faktum so in den Vordergrund, wie es eben durch andere Medien bisher nicht thematisiert worden ist. Außer eben die YouTube-Aufnahmen von den Lastwagen in Bergamo. Ja. Also ich denke, das ist ein Phänomen der Corona-Krise, dass der Tod, der da vor der Türe steht, sehr, sehr verdrängt wird. Es gibt kein gesellschaftliches, ein Modus, der dem irgendwie gerecht wird. Merkel hatte mal, glaube ich weiß nicht, ob das durchgeführt worden ist, einen allgemeinen Corona-Gedenktag oder sowas, in dem getrauert wäre, also sozusagen einen Corona-Volkstrauertag vorgeschlagen. Da ist nichts. Ja? Und ich denke mal, das Stück ist da brachial und wie gesagt, ich finde das angemessen, das so zu verhandeln. Also von den Katzen in die Särge von der Bewegung her. Ja? Und die Texte sind jetzt keine große Literatur, das ist auch klar. Aber der Versuch, das eben so in diesen Schnipseln und dieser Revue, die das letzten Endes ist, hintereinander zu setzen, ist eine legitime und, wie ich finde, richtige Form. Es will ja da jetzt nicht Kunst produzieren, sondern Theater. Ja, ich finde das eine spannende Beobachtung von dir, dass du irgendwie so sagst, dass sich eigentlich die Thematik des Todes und die Thematik von Corona gar nicht so offiziell irgendwie auch treffen, dass wie ein ja, nicht Stück nur ist offiziell, sondern es ist wenn man so durchhört, also langsam dringen dann Erzählungen von Freunden durch, wo Eltern gestorben sind und die jetzt gerade mal vielleicht einen Angehörigen am Bett haben durften, ja, oder von Beerdigungen, die nicht stattfanden, ja, wo der Sarg einfach dann am Friedhof niedergelegt worden sind. Da entsteht wahrscheinlich ein gesellschaftliches Trauma, das wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können. Ja. Und das, was stattfindet, die sozusagen Bewältigung ist keine, sondern es ist eine große Verdrängung. Ja. Ob es tatsächlich so sein wird, ich weiß es nicht. Ja. Aber gerade in diesem Moment den Tod so penetrant in den Vordergrund zu stellen und das dann sozusagen auch noch durch authentifizierte Narrative, ja, das ist zumindest mal ein Achtungserfolg, finde ich. Aber eben, also wie du gesagt hast, dass ich ja
Es kommt an einer Stelle kurz ein Corona-Tod vor, aber er ist nicht nur erzählerisch sehr kurz, dieser Moment, wurscht, sondern es ist auch so, er war 5 Tage wurscht, im... Ein Corona-Tod ist. Ja, das ist auch immer so dieses Ding, ist er denn nun an Corona gestorben oder an Herzinfarkt? Oder ja, also es ist ja völlig gleichgültig. Ja, der Tod. Ja, aber dieser Corona-Tod wird wirklich so auf die Seite gewischt irgendwie. Und darum kommt dann vielleicht auch der Tod in einer anderen Form ins Stück rein, weil er wird in diese Corona-Diskussion auch so rumgelesen, ja. Ja. Dass ich wie diese beiden Bereiche gar nicht richtig aber das ist ja der Witz von Bormann dann zum Schluss, dass er sagt, was erzählst du von diesem scheiß Tod? Das ist doch ein heterosexueller, normativer Weißer, müsste ja im Grunde was anderes sein, damit der Platz auf dem Theater hat. Da ist so diese ganze Finte zu dieser Postcolonial Gender Debatte noch mal mitgespielt. Also genau das, genau darüber wird ja reflektiert. Ist der Tod, der da stattfindet, jetzt sozusagen, ist es legitim, darüber zu reden, auch wenn er nicht Corona ist? Ja? Auch wenn er von einem Weißen und so, erzählt. Und das Stück behauptet, es ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, scheißegal, jeder stirbt für sich alleine. Ja? Und es ist in sich berufen auf die existenzielle Einsamkeit und sozusagen nichts, irgendwas. Also dieses du musst nur eins, sterben. Und das haben die auf eine naive und sehr plakative Weise, finde ich, gar nicht falsch rübergebracht. Also das kann man sozusagen mit nach Hause tragen. Also insofern fand ich das in aller Plakativität dann doch angemessen und hatte die nötige Tiefe, die so ein Abend bringen kann, trotz Puschelkatzen oder gerade wegen der Puschelkatzen vorne. Ja, vielleicht noch gerade auch dazu, Max, bei der Geschichte von Erwin kommt es ja auch sehr stark, dass der Tod nicht nur irgendwie als negatives Phänomen verhandelt wird, sondern gleichzeitig auch als ein etwas Freiheitliches. Also sie erzählte diese Geschichte von ihrem Vater, der, als er gestorben ist, dass sie sich dann plötzlich ganz frei gefühlt hat und eigentlich dadurch eine neue Sicht und sich auch neu definieren konnte. Also es ist nicht nur dieser Diskurs, wir sterben allein und ist alles ganz tragisch, sondern dass der Tod auch dazugehört und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, auch in diesem Sinn Death Positive. Dass das etwas. Weißt du, Voraussetzung ist, dass überhaupt über den Tod gesprochen wird. Ne? Und also das Stück sagt im Grunde auch, wir sprechen viel zu wenig über den Tod und das Sterben. Ja? Und zwar auf der privaten Ebene genauso wie auf der gesamtgesellschaftlichen. Also wir kommen damit einfach nicht zurecht. Ja? Der Tod kommt bei uns nicht vor und wir sprechen darüber. Und das ist der kleine Skandal in dieser Inszenierung. Ja? Und darum finde ich das eigentlich, also man mag dazu stehen, wie man will, aber das ist zumindest etwas, was als Setzung für mich ein positiver Aspekt der Inszenierung ausmacht. Ja, man nimmt auch so ein bisschen den Tod von der Institution Spital in die Institution Theater. Also ich finde, er wird so ein bisschen Tod in unserer Gesellschaft, finde ich, stark institutionalisiert und darum auch nicht so sichtbar. Und indem man ihn vielleicht in anderen Institutionen verhandelt, trägt das dann auch dazu bei, zu einem gesellschaftlichen Diskurs und Neudiskurs. Ja, also ich würde noch kurz was hinzufügen, das ist mir in den Sinn gekommen, als du, Max, gesprochen hast. Also jetzt wird viel vom Tod geredet und das ist natürlich das Thema des Stücks, aber ich glaube, was es auch sozusagen performativ inszeniert, ist auch eine Form von Realitätsverlust, den Corona verursacht, also wirklich performativ anhand den Raum, Sound, diese Stimmen, diese
ja, Zeichen, die man ja kennt, Toilettenpapier, diese Katzen, die, ja, also, ich finde sie nicht harmlos, also wir können gerne mehr darüber reden. Und ja, man kann auch diese persönliche Reden als Form von Rückkehr zur Realität sehen, weil, also als ob der Raum des Theaters das also nur diese Ängste behandeln kann, sie inszenieren kann, fast in paranoische Szenarien. Und irgendwann kommt man zum Persönlichen und zum Tod als allgemeine, gemeinsame Erfahrung hat. Ja, das sehe ich auch. Und in diesem Sinne greift Theater ein mit den eigenen Mitteln. Also es erzeugt eine Realität, die, also mit diesen Projektionen zum Beispiel, wenn Skelette projiziert werden, versucht für mich das Stück nicht uns zu sagen, ja, jetzt geht es um Tod, sondern es versucht eher eine Art paranoischen Zustand zu erzeugen und den wiederzugeben. Und wenn die Figur sich persönlich ausdrückt, kommt es einfach, also wird es einfach nüchterner und bringt uns einfach zur Realität zurück. Und das fand ich eine Intervention zum Beispiel mit den Theatermitteln. Ja. Also ich meine, die Inszenierung finde ich auch klug in dem Sinne. Ja. Ja, ich fand auch, dass das Stück wie im Verlauf dieser Stunde oder was es ist, wie die Fiktionalität eigentlich immer weiter herabschraubt. Also die ersten paar Tableaux vivants, wie wir die so in der Vorbereitung genannt haben, also diese Monologe, die sind ja auch sehr zum Teil sogar surreal oder abstrakt und verweisen irgendwie auf Diskurse, die an anderen Orten stattfinden, als wir sie jetzt diesen Personen zuschreiben würden. Und so die visuelle Unterstützung, finde ich, ist am Anfang noch verweist viel stärker in eine surreale oder abstrakte Welt, und später nimmt so diese Fiktionalität irgendwie ab und es geht, wie Luis gesagt hat, so in das Reale über. Und ich finde, das überschneidet sich gewissweit auch irgendwie mit der Erzählform, finde ich. Also ich hatte bei den Monologen von Träger und Ergün hatte ich wie so erzähltechnische Schlagwörter, also besonders bei Ergün ist mir irgendwie der Poetry Slam in den Sinn gekommen, weil es so einen Rhythmus drin hat und so hingeworfen wird und wie auch sehr, sehr, ein sehr spezifischer Erzählprozess eben ist. Und bei Träger ist es wie so ein psychotisches Erzählen irgendwie, dass so die Realitätsbezüge total verliert und die Koordinaten eigentlich des eigentlichen Selbst sich auflösen. Und später kommt es dann so in eine Erzähl- oder in Erzählweisen hinein, wo ich mir jetzt gerade keinen anderen Begriff eigentlich machen konnte als eine Erzählung, eine persönliche Erzählung. Und es gibt nicht, ja, okay, das ist eine in der Märchenstruktur nach Pop irgendwie organisiert oder so, ist es vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so eine Reduktion irgendwie auf das Erzählen selbst und auch die Kostüme sozusagen, die sind dann nicht mehr, haben keine so spezifischen Charaktere mehr, wie sie am Anfang haben bei den anderen Figuren. Es fällt so alles weg. Und das, finde ich, überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was Luis gesagt hat, mit dem Übergehen in die Realität wieder. Von auch diesen Corona-Fantasien, die sich zum Teil sehr stark auch nicht überschneiden, sondern so gegeneinander irgendwie auch aufhetzen und sich total widersprechen. Ja, diese Kostüme, die finde ich noch spannend. Am Anfang haben sie ja wie so Schattenwesen, die so im Hintergrund so durchschauen und irgendwie auch so etwas Science-Fiction-mäßiges, also irgendwie so etwas Astronautisches, nicht von dieser Welt, und mit diesen Schutzanzügen, dass man irgendwo in einer Welt ist, die einem ganz fremd ist oder feindlich gesinnt, und
das nimmt ja dann wirklich immer mehr ab und verschwindet immer stärker. Ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen eben auch über die Ästhetik gesprochen, also eben auch von diesen Tableau-Vivants, die jeweils eine sehr eigene Ästhetik auch haben oder eigene Farbgebungen, eigene. Wo saß, Entschuldigung, also jetzt rein terminologisch, es gab keine Tableau-Vivants, wenn ich das richtig sehe. Tableau, naja, wahrscheinlich eine falsche irgendwie, Verwendung des Begriffs, aber so dieses doch irgendwie sehr statische, das Tableaus und trotzdem des Lebenden irgendwie, also vielleicht wäre auch in einem Tableau parlant der angemessenere Begriff. Aber ich fand, es hatte sehr stark so eben einerseits dieses. Diese Monologe hatten etwas sehr Statisches, wie so ein Rahmen, der hier aufgespannt wird, von dem aus dann wie so erzählt wird. Und genau. Ja, es erzeugt so, sozusagen ein Panorama von Corona-Situationen, von Corona-Zeichen. Also eine Revue finde ich auch einen angemessenen Begriff. Aber es tauchen noch mehrere Elemente auf, die nicht unbedingt unter dem Begriff Tod subsumiert werden können. Also ich meine, es geht ja um Tod, aber es ist schon ausdifferenziert. Es geht auch um Krankheit, um Verwesung, um Zerfall, das sehr stark. Und ich fand zum Beispiel nicht unbedeutend, dass Krebs ein Thema ist. Also ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber was war zum Beispiel diese Figur, die, ich glaube, ziemlich am Anfang auftritt mit dem großen weißen Kopf. Also mich hat es zum Beispiel an einen Tumor erinnert, und Krebs ist auch oft also Krebs ist auch eine Metapher, also manchmal. Und ja, ich fand, es geht um Tod, aber die Ästhetik ist viel vielschichtiger, find ich. Vielleicht können wir auch ein bisschen darüber reden. Ja. Ich habe sonst ein paar Screenshots diesen einen Stellen. Ich kann die sonst teilen, dann ist es vielleicht einfacher. Sieht man es einigermaßen? Ja, es ist einfach nicht im Präsentationsmodus. Aber warte, kann ich das jetzt? Yes. Also meinst du die, Luise, diese Projektionen? Ja, Projektionen, aber irgendwann taucht jemand mit einem großen weißen Kopf auf. Ich wusste nicht, ob da etwas zu erkennen war oder nicht. Genau. So, das ist die Figur. Ja, genau, da. Ich weiß nicht, was es bei euch hervorruft, so eine Figur. Für mich hat es so das Astronautische wieder. Mhm. Ja, Sci-Fi eben auch. Mhm. Tutentanz. Ja, mir hat diese Szene einfach, ich fand es auch noch spannend, dass sie wie so hinter diesem Vorhang eigentlich mehrheitlich, stimmt jetzt zwar gar nicht, hatte ich aber das Gefühl, dass es wie so hinter dem Vorhang eigentlich die Szene abspielt. Und für mich war das wie so eine Szene eines Altenheims, wo wie die Diskussion des Todes irgendwie naheliegender ist und vielleicht oft auch wie einfacher irgendwie vonstatten geht oder wie so mit einer Portion Humor auch stärker irgendwie genommen wird. Ich hatte das Gefühl, dass es einen trockenen Humor auch drin. Na, wenn ich mich richtig erinnere, war da ja der gesamte Zuschauerraum auch rechts und links dann noch
beleuchtet, beziehungsweise mit diesem Totentanz. Das hatte ja dann so eine immersive Wirkung. Ja, eben immersiv. Also das ist wahrscheinlich bei der Live-Aufführung auch sehr stark, diese Immersion. Und das geht ein bisschen für mich auch damit einher, was ich so Realitätverlust habe, als ob Theater das zu inszenieren versucht und das dann bricht mit diesen persönlichen Reden. Ja. Und das sieht man natürlich mit dem Stream ein bisschen weniger. Ja. Ja. Aber ich denke gerade... Ja, Luis? Ja, also einfach auch die Rolle der Musik, die auch sehr immersiv und wie damals gesagt, auch manchmal fast ein bisschen sentimental pathetisch. Also auf mich wirkt das immer, aber man kann das auch ein bisschen kritischer sehen, vielleicht, dass die Musik so schön ist einfach. Ja, ich finde die Diskussion schon eigentlich auch noch spannend, wie so die Gegensätzlichkeit zwischen diesen einzelnen Monologen und deren Situation, Situiertheit auch und diesen Übergängen, die ja dann eine sehr andere Dynamik auch haben. Zum Teil sind die immersiven Beleuchtungen auch während der Monologe, aber die Übergänge, die sind dann eher die Momente, wo sich die Figuren auch irgendwie begegnen, auch wenn es nicht ganz so ganz klar ist, aber es gibt so gewisse Austausche und irgendwie geschieht da so jetzt von der Bühne gesehen irgendwie mehr als bei den eigentlichen Szenen, so bei diesen Intermezzi oder Zwischenformen zwischen den Monologen. Ja, also ich habe es so als ein ganz verbindendes Element irgendwie empfunden. Also der Dramaturg spricht ja auch von einem, wie sagt er, Stationendrama, glaube ich. Dass so diese einzelnen Stationen, diese einzelnen Bilder und Stimmen irgendwie doch miteinander verbunden werden in dieser Form. Und ganz am Anfang kommen ja auch diese vielen Stimmen in dieser Dunkelheit, die dann sagen, wir sind hier und er ist dann doch irgendwie verloren und dieses Licht bricht dann doch diese Orientierungslosigkeit ein bisschen auf und ja, schafft eine Gesamtraumstimmung, die er dann irgendwie dann doch durchhält, irgendwie den Abend und auch zusammenhält. Also ich habe das irgendwie, ohne diese Elemente hätte ich es, glaube ich, viel schwieriger empfunden, dem Abend zu folgen. Ja, es gibt so eine Art, einen eigentlich auch benötigten Kit zwischen diesen Bildern, die uns präsentiert werden, die ja sehr disparate Realitäten oder Vorstellungen auch präsentieren. Ja. Aber ja, also ich frage mich, kann man dann diese Stationen dieses Dramas tatsächlich irgendwie verbinden? Also ja, ich habe das Gefühl, es ergibt sich jetzt nicht so, wie wir ja auch schon ein bisschen diskutiert haben, nicht so ein irgendwie großes Zusammenhängendes, sondern dass halt diese einzelnen Positionen doch irgendwie so stark voneinander abstehen. Dass sich halt keine irgendwie kohärente Erzählung oder so ergibt, aber ich finde, es nimmt auch eigentlich sehr gut, denke ich, auf so diese Erfahrung, die man auch am Anfang von Corona schon gemacht hat, dass sich plötzlich Positionen entwickeln, die man nie erwartet hätte von gewissen Personen auch oder so. Also so Verschwörungstheorien zum Teil auftauchen aus dem Nichts, könnte man meinen, und wieso
zum Teil Realitäten sich total auseinanderbewegen wegen dieser Corona-Pandemie. Also eine zusammenhängende Erzählung weiß ich nicht, weil für mich war es wie eher wie eine große Collage oder Revue noch einmal von Zeichen, ja. Aber also für mich war das ganze Stück ein bisschen wie eine Inszenierung von einem Albtraum, also mit all dem Assoziativen, das damit einhergeht. Also auch die disparate Ästhetik, auch die all diese Stimmen, wie gesagt, die Musik. Also es hat mich nicht unbedingt gestört, dass daraus keine Erzählung ergibt, sondern ich habe es so hingenommen. Also als es geht um Vorstellungen, um Fantasien, um Angstvorstellungen, die vielleicht während der Isolation uns in den Sinn kommen können, keine Ahnung. Also so. Aber ich meine, es ist klar, dass das Stück keinen Anspruch auf zusammenhängende Erzählung oder auf irgendwelche Realitätsdarstellung hat, glaube ich. Sonst gäbe es am Anfang nicht diese farbigen Katzen. Ja, und vielleicht auch nochmal zum Stichwort der Authentizität, das vorher mal gefallen ist. Auch in Bezug darauf, dass Niels Bohrmann, der ja viele Themen anspricht und eben viele Fragen stellt, die auch ein bisschen schon verstaubt wirken zum Teil, aber er spricht ja auch mal davon, dass sie jetzt eben hier in diesem Theatersaal, wo wir sind, wir jetzt unter uns sind, so die letzten Überlebenden, die noch ins Theater dürfen oder können. Und dass diese Situation wie so die Voraussetzung eigentlich ist dafür, dass wir jetzt endlich uns frei fühlen können und unsere sozialen Einschränkungen eigentlich vergessen können. Und das irgendwie bedingt durch diese strikten Corona-Maßnahmen, die er da vorher durchexerziert und später wie mit dem Reglement, das er da vorliest, auch nochmal wieder inszeniert. Aber eben auch vorher, dass er die Katzenpuppen desinfiziert und sich dann selbst noch irgendwie desinfizieren lässt mit 1,5 Meter Abstand, um dann endlich seine Maske abziehen zu können, um sich dann von allen irgendwie Einschränkungen frei fühlen zu können. Also auch irgendwie halt so die Frage nach Körperpraktiken, was heißt denn überhaupt irgendwie authentisch oder was ist so eine normale Körperpraxis? Weil wir ja jetzt auch im Hinblick auf das sogenannte Social Distancing auch unsere Körper irgendwie stärker unter Kontrolle halten müssen, oder wir das so empfinden, dass wir uns jetzt irgendwie stärker kontrollieren müssen, dass wir keine Person umarmen, der wir zufällig auch auf der Straße begegnen und so. Und das aber auch irgendwie versus das Gefühl, dass wir uns zunehmend befreien von solchen Körperdisziplinierungen, wie ein Knigge sie vorgeschlagen hat. Also dass es hier wie so eine gegenläufige Bewegung gibt mit diesen Maßnahmen. Und aufgrund dieser Maßnahmen soll es dann wenn wir sozusagen die Maßnahmen eingehalten haben und wir alle in unseren sicheren 20 Quadratmetern sind, dann können wir authentisch sein. Also. Naja, also. Das widerspricht auch ein bisschen so dem, was die Kritikerin geschrieben hat. Sie nämlich schreibt, also die Corona-Pandemie bietet verdammt wenig Stoff fürs Theater. Sie theatralisiert ja schon unseren Alltag.
wenn überhaupt etwas an diesem Abend in Zeiten der Krise zutage tritt, dann unsere Sehnsucht danach, berührt zu werden, uns berühren zu lassen. Zitat Ende. Und wenn das der Fall ist, dass unsere Sehnsucht danach berührt zu werden, ja eigentlich wieso als unser Grundbedürfnis hier gesehen wird, dann können wir in diesem Zusammenhang nicht irgendwie frei sein und uns von unseren übertragenen Hosenträgern befreien und unseren Schuhen, sondern im Gegenteil, also das muss alles an Ort und Stelle bleiben. Ja, das ist mir schon auch stark aufgefallen, dass es immer diesen Widerspruch gibt zwischen diesem Wunsch nach Freisein und irgendwie, dass wir uns selbst sein können in diesem Raum. Also was Nils ja auch am Anfang formuliert, und dann kommen aber immer diese Corona-Verordnungen dazwischen und verhindern eigentlich dieses uns selbst sein im Raum. Also es gibt ja auch diese Stellen, wo jemand versucht, über den Tod zu sprechen, also dieses Thema das erste Mal aufgegriffen wird, und dann kommt dieser Alarm, weil die Person die Abschrankung überschritten hat. Und da unterbricht das Theater eigentlich gerade wieder diesen Moment, wo jemand einfach sich selbst sein will und diese Erfahrung irgendwie mitteilen will. Und das Theater sagt, nein, das unterbinden wir jetzt, das geht nicht, weil die Regeln dazwischen kommen. Also ich fand da dieses Hin und Her zwischen die Suche nach Freiheit, diesen Wunsch nach Freiheit ausdrücken und das Theater, das eben sehr stark reglementiert, irgendwie schon sehr spannend auch. Was ja dann auch am Schluss bei der Erzählung nochmals kommt, ich fühle mich jetzt frei, weil der Vater gestorben ist, ich kann jetzt frei sein. Also da fand ich schon so einen Bogen dann über das ganze Stück hinweg. Ich glaube, wenn man so von einer Ästhetik des pandemischen Theaters irgendwie sprechen könnte, dann ist es wahrscheinlich genau auch das, so dieser Widerspruch von Körperpraktiken und Freiheit und Reglementierung, und dass das Theater sich damit die ganze Zeit auch auseinandersetzen muss. Die Frage ist, wenn die Pandemie dann vorbei ist, ist alles dann wieder beim Alten, oder gibt es doch einen Nachhall davon? Also gibt es auch Potenzial für etwas Konstruktives, oder ist das wirklich meine Notlösung? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Antwort darauf gibt. Weiß ich auch nicht, aber ich denke, ich habe jetzt für mich so den Charme von Streams entdeckt, ein bisschen. Weil wir hatten auch zur Vorbereitung hatten wir eine Videoaufnahme aus der Totale, und das war total unästhetisch. Also konnte man einfach nicht richtig schauen. Also, ja, stimmt, wenn ich jetzt dahinter in diesem Theatersaal sitzen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch so gut sehen und hören. Und da hat mich dann der Stream doch wieder ein bisschen um den Finger gewickelt. War schon auch nochmal ein sehr anderes Erlebnis als die doch eher trockene dann Totale. Ja, ich glaube, wenn es jetzt keine Fragen, Kommentare, Wortmeldungen mehr gibt, dann machen wir heute einfach ein bisschen früher Schluss. Wir sind auch nicht so viele und wir haben auch keinen Gast. Und treffen uns auch nächste Woche schon wieder. Mit vielen Gästen. Wir freuen uns dann auch. Darf ich was? Ja, klar. Das ist ein bisschen außerhalb vom Thema, aber hat jemand die Corona-Spiele von Nicola Stemann gesehen, vom Schauspielhaus? Ich nicht. Corona-Passion oder so? Nein, okay. Es scheint auch ein wichtiges Stück wirklich zum Thema zu sein, und ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich hätte gerne einen Vergleich gemacht. Okay. Adrian auch nicht. Also, ja. Wann war das? Ist das? Ich glaube, das wurde natürlich digital gezeigt, und er hat das sofort am Anfang der Krise angefangen, anhand von kurzen Videos, und das sollte irgendwann wirklich inszeniert werden als Großinszenierungen, also Großproduktionen und live, aber ja, ich weiß nicht, ich stoße immer wieder darauf, aber weiß eigentlich,
ja, wollte einfach wissen, ob jemand davon gehört hat. Ich hatte das Gefühl, es wird jetzt doch auch noch gezeigt. Bin aber nicht ganz sicher. Adrian. Wie? Ich hatte das Gefühl, es wird jetzt auch noch gezeigt, aber ich weiß es nicht genau, ob es aufgeführt wird. Ja, sonst können wir uns dann im Mai nochmals außerordentlich treffen. Genau, also gibt es noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen zu Death Positive? Etwas, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet? Dann danke ich euch vielmals für eure Teilnahme und reges Mitdiskutieren. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu Collettiva Occupação. Mit dem Titel musst du mir jetzt kurz helfen, Sandra. When it breaks, it burns. Und angekündigt ist, dass nicht nur die Regisseurin mit dabei ist, sondern auch extrem viele Performerinnen und Performer. Also irgendwie hat das ganze Kollektiv Lust, mit uns zu diskutieren. Genau. Cool. Wir freuen uns und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.